Moin Moin meine Freunde, wenn ihr dieses Video gerade seht, liege ich wahrscheinlich aktuell gerade noch im Krankenhaus, wurde an meinem Ohr operiert und habe aber natürlich für euch schon vorgedreht, damit ihr nicht ganz so viel Zeit ohne mich verbringen müsst. Heute habe ich hier ein Gönnergy Tasting Video aufgenommen. Ich habe die drei neuen Gönnergy Sorten für euch probiert. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Wenn dem so ist, lasst gerne ein Like da, folgt mir hier auf Twitch, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen, denn es werden noch ein bis zwei Videos kommen hier, solange ich nicht da bin. Und deswegen wäre es natürlich schön, wenn ihr die dann auch euch anschaut. Und damit, let's go! Schauen wir mal, was Monte da Neues auf den Markt gebracht hat. So, ich habe leider noch kein neues Intro. Deswegen hier jetzt einfach ganz schnell meine Social Media Kanäle. Und dann da 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 da. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein in die Geschmacksprobe. Es sind diesmal die neuen Geschmäcker. Und zwar Sweet Lemon, das ist das Grüne hier. Dann haben wir hier dieses, ja, es ist keine Orange, so Pfirsich ein bisschen. White Peach. Und das Lilane hier ist Juneberry Jam. Also, ich bin sehr gespannt. Es sind wieder die großen Dosen, 500 Milliliter. Ich habe mir jetzt hier drei Gläser noch hingestellt. Wir werden es nicht aus der Dose direkt probieren, damit meine Brüder das Ganze auch noch kosten können. Wir fangen einfach bei Grün an. Das steht hier direkt vor mir. Ist einmal Sweet Lemon. Unten drunter steht noch Ui 500 Milliliter. Ich zeige mal die Dose vom Nahen sogar. Hier haben wir einmal die erste. Habe ich es richtig umgedreht? Ja, Gönnergy drauf. Und da unten steht eben so Ui 500 Milliliter. Ah, hier bei dem erkennt man es besser. Da unten steht es irgendwo. Ja, genau, dann haben wir hier noch White Peach. Design ist immer gleich, eigentlich nur die Farbe ist ein bisschen anders. Ne? Steht noch irgendwo anders drin noch? Hier, Limited Edition steht noch dabei. Also, mal gucken, wie lange es die gibt. Also, ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, beim letzten Mal konnte mich keins komplett überzeugen. Immer schön am Seitenrand dran tippen, weil dann haben wir eine größere Oberflächenverteilung, damit es nicht so übersprudelt. Also, weil ihr kennt ja normalerweise, tippt man so oben drauf. Das bringt aber weniger, als wenn man an die Seite klopft, weil da ist eine größere Oberfläche. Hat so wieder was gelernt. Gucken, ob die auch so gut aufgehen wie beim letzten Mal. Also der Aufmachsound ist immer noch sehr gut. Wie riecht das nur? Okay. So, vielleicht in Richtung Sprite. Geruchlich geht es auf jeden Fall dahin. Zum Wohl, Chin Chin. Ja. Geht so ein bisschen in Richtung Sprite. 7 Up. Ja. Ne? Ja, eher 7 Up weiß ich es, ne? Ja, aber es, der überzeugt mich jetzt. Schon finde ich jetzt nicht schlecht. Ist nicht dieser typische Energy-Geschmack. Hat auch so ein bisschen vielleicht was von dem weißen Monster. Weiß nicht, ob ihr das kennt, ich blende es euch hier mal ein. Ich will jetzt keine Noten vergeben, weil ich find, man sollte nur einteilen, den schmeckt mir, schmeckt nicht. Er schmeckt mir sehr gut, also wirklich bin ich überzeugt. Ist jetzt nicht der typische Energy-Geschmack, wie gesagt. Aber ist erfrischend. Also die Dinger sind auch übrigens eisgekühlt, waren jetzt 3 Tage im Kühlschrank gestanden. Nee, also wirklich, der schmeckt mir. Der ist echt gut. Für den Preis im Moment würde ich jetzt noch nicht zuschlagen. Aber wenn die Dinger ein bisschen rabattiert sind oder so, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, den nochmal zu trinken. Also der ist echt, überzeugt mich. Also Sweet Lemon, wirklich bisher der beste Gönnergy von den 4, die ich probiert habe. Kommen ja noch 2, vielleicht kann da noch einer übertreffen, aber ist im Moment mein Favorite Gönnergy. So, jetzt schauen wir zum nächsten hier mal. Das ist jetzt White Peach. Da machen viele diesen komischen Sound immer, den Monte macht. Den mache ich jetzt nicht, weil den finde ich ein bisschen geschmacklos. Vielleicht habe ich noch eingeblendet oder vielleicht habe ich ihn reingecuttet. Aber jetzt hier White Peach, bin ich sehr gespannt. Da haben wir wieder geklopft natürlich. Jetzt machen wir wieder aufmachen hier einmal für euch. Also das Aufmachgeräusch, muss man sagen, ist bei den Dosen top. Da gibt es Dosen, die machen das nicht so schön. Au, ich weiß noch was, der Geruch mich erinnert schon mal. Der Geruch erinnert mich sehr
an Pfirsichringe. Kennt ihr die Drolli-Pfirsichringe? Daran hat es mich jetzt gerade erinnert. Ja, es riecht sehr stark nach diesen Pfirsichringen von Drolli. Also, Salute! Ja, es ist wirklich, also, wenn man diese Drolli-Pfirsichringe in eine flüssige Form bringen kann, dann ist es genau das. Es schmeckt wirklich 1:1 genauso. Ja, ist ungewohnt, weil normalerweise isst du die ja nur. Also er kommt für mich nicht an Sweet Lemon ran, da bin ich euch ehrlich. Sweet Lemon ist für mich nochmal oben drüber, aber er ist gut. Gerade weil es auch so ein unerwarteter Geschmack ist, weil man davon jetzt nicht ausgeht, dass es 1:1 genauso schmeckt wie diese Drolli-Pfirsichringe, würde ich dem jetzt keine Nummer geben, aber ich würde sagen, er kommt nicht an den Sweet Lemon ran, ist aber sehr gut. Ist so ein bisschen, finde ich, so ein Experiment wie mit dem Cheesecake beim letzten Mal. Der hat ja sehr nach diesen Actimel Danone Joghurts geschmeckt, der jetzt eben genau nach den Drollis riskant. Und ich meine, schmeckt viel, schmeckt aber wahrscheinlich auch viel nicht. Ist ein sehr interessanter Geschmack, kommt wie gesagt aber nicht an Sweet Lemon ran und würde ich aber trotzdem sagen, ist trinkbar. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass den sehr, sehr viele feiern. Ich finde ihn auch sehr gut, würde aber jetzt eher dann immer den hier bisher bevorzugen. Aber ist ein sehr guter Geschmack, finde ich. Jetzt kommen wir hier noch zum letzten, dem Juneberry Jam. Ich weiß nicht, was eine Juneberry sein soll. Die Dornberry, zu Deutsch Felsenbirne, gehört zu den apfelfrüchtigen Kernobstgewächsen innerhalb der Familie der Rosengewächse. Drauf sind irgendwie so blaubeerartig, sieht ein bisschen so aus wie diese Beeren, die die ganze Zeit bei Seven vs. Wild zu sich genommen haben. Wir klopfen natürlich wieder an die Seite. Machen wieder den Öffnungstest. Ja, doch. Die war jetzt ganz so wie die anderen zwei, aber hat jetzt gerade noch nichts, was ich damit vergleichen würde. Aber könnte so Johannisbeere oder sowas sein. Ja, aber ganz schwach nur so. Gar nicht so starke Johannisbeerengeruch. Ja, schmeckt so ein bisschen wie so eine Schorle. Er schmeckt recht schwach, finde ich. Also die zwei, sehr geschmacksintensiv, dieser White Peach und Sweet Lemon sind sehr geschmacksintensiv. Dieser Juneberry Jam, finde ich, jetzt kommt gar nicht so richtig raus. Ist sehr dezent der Geschmack nur. Es ist, also man merkt, man hat eine Süße im Mund, aber jetzt gar nicht so einen Geschmack von irgendeiner Beere. Also nee, der ist, finde ich, geschmacklich am schwächsten so von der Intensität her. Er ist sehr süß, ja, aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, oh, da merke ich jetzt diese Johannisbeere oder was das darstellen soll. Aber nicht schlecht, also ich will jetzt nicht sagen, dass er mir nicht schmeckt. Ich bin nur ein bisschen enttäuscht. Ich habe jetzt mehr von dem erhofft, aber der war auch im Geruch schon, ja, nicht so stark wie die anderen zwei, muss man sagen. Kommen wir nun zu meinem Schlussresultat. Von diesem Tasting, der Gewinner für mich, es ist wie sie dastehen, 1, 2, 3, hier Sweet Lemon hat für mich abgeräumt, schmeckt mir sehr gut und würde ich mir am ehesten wieder kaufen. Überraschung des Tages ist für mich White Peach, schmeckt 1:1 wie die Drollis, Apfelringe wollte ich schon sagen, wie die Drolli Pfirsichringe, wirklich Überraschung, dass die so nah an den Geschmack rangekommen sind. Der hier hat mich ein bisschen enttäuscht, geschmacklich jetzt nicht ganz so stark, würde ich mir am ehesten nicht wieder besorgen, aber ich bin jetzt auch nicht der Energy-Trinker, das habe ich auch im letzten Video schon gesagt. Wenn ich mir einen Energy holen würde, dann wäre Sweet Lemon. Und das war's dann auch mit diesem Tasting. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in ein paar Wochen auch wieder dann auf Twitch. Da freue ich mich dann auch schon wieder, wenn ihr dabei seid. Und ich bin damit raus. Macht's gut, ihr macht's besser und bis bald. Ciao, ciao. Immer schön am Seitenrand dran tippen, weil dann haben wir eine größere Oberflächenverteilung, damit es nicht so übersprudelt. Also, weil ihr kennt ja normalerweise, ich tippe nur so oben drauf. Das bringt aber weniger, als wenn man an die Seite klopft, weil da ist eine größere Oberfläche. Habt ihr wieder was gelernt?